Hallöchen und herzlich willkommen zum Türchen Nummer 22 des Adventskalenders von Trikottausch. Mein Name ist Dominik und ich darf euch heute wieder mal ein Trikot präsentieren. Diesmal ist es aus meiner Sammlung und es ist das Trikot von New York City FC aus dem Jahr 2015, denn die MLS, wie ihr ja bereits wisst, hat eine Saison in einem kompletten Kalenderjahr. Und es ist das Auswärtstrikot. Und warum genau habe ich dieses Trikot mit reingepackt? Erstmal finde ich die Kombination mit Dunkelblau und Schwarz ziemlich, ziemlich cool. Und zusätzlich erinnert es mich immer wieder an einen besonderen Urlaub. Denn ich war an Silvester damals, 2015, 2016 in New York. Und habe damals gedacht, Moment, New York City FC, da spielt doch dieser eine, wie heißt der noch gleich? Andrea Pirlo ist zu diesem Zeitpunkt Spieler von New York City FC gewesen, zusammen mit David Villa und Frank Lampard. Und von daher gab es damals keinen Zweifel, warum ich mir dieses schicke Ding aus Amerika mitgebracht habe. Trifft man so relativ selten mal an, dass man sich so ein Trikot auch direkt aus Amerika mitbringt. Das war damals sehr großes Glück. Ich bin immer noch sehr stolz und normalerweise passt es auch einigermaßen gut. Ja. Und deswegen habe ich das Trikot damals mitgenommen. Seltsame Anekdote vielleicht noch am Rande. Neben mir stand noch ein kleiner Junge und hatte sich tatsächlich ein Bayern-Trikot beflocken lassen. Mit Robert Lewandowski. Das kann dann jeder für sich sehen, wie er das möchte. Jedenfalls, ich bin immer noch sehr, sehr stolz auf dieses Trikot. Und das soll es für heute gewesen sein. Vom Adventskalender von Trikottausch Türchen Nummer 22. Freut euch schon auf morgen, denn dann ist Jan wieder an der Stelle dran. Also bis dahin, macht's gut.